Hier eine Frage ohne vorgegebene Antwort. Um das Auto zu waschen, benötigt Ines 2 Stunden und ihr Bruder Noam braucht dafür 3 Stunden. Frage, wie viel Zeit in Minuten benötigen Sie, um das Auto gemeinsam zu waschen? Nennen wir die gefragte Zeit in Minuten X. Durch die Angabe wissen wir, dass Ines das Auto in 120 Minuten wäscht. Daraus können wir schließen, in einer Minute wäscht Ines 1/120 vom Auto. Und deshalb, in x Minuten wäscht Ines x 120 vom Auto. Durch die Angaben wissen wir, dass Noam das Auto in 180 Minuten wäscht. In einer Minute wäscht Noam also 1/180 vom Auto und in x Minuten wäscht Noam x 180 vom Auto. Daraus schließen wir, dass der x 120. Teil vom Auto gewaschen von Ines plus der x 180. Teil vom Auto gewaschen durch Noam das ganze Auto also 1 ergibt. Jetzt brauchen wir nur noch diese Gleichung zu lösen. Links können wir x ausklammern und um diese 2 Brüche zu addieren, machen wir sie gleichnamig. So stoßen wir schnell auf diese Gleichung, also ist x 360/5, das heißt 72 Minuten. Und somit ist die Endantwort auf die gestellte Frage 72. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.